Leute, wir sind heute für euch bei der Neueröffnung vom Club Frieda in der Nähe vom Fürther Hauptbahnhof und schauen uns den heute mal mit euch zusammen an. Wie gefällt dir der Club hier so? Der Club ist meiner Meinung nach sehr gut. Es ist so eine Mischung zwischen Feiern und gemütlich ein Trinken. Also der Club hat ja schon um 7 offen und da kann man dann gemütlich ein Trinken. Wenn man nicht mehr feiern möchte, dann kann man weitergehen. Ist man um 10 im Bett. Und wenn man richtig abgehen möchte, dann kann man da auch komplett durchstarten. Also ist der Club hier auf jeden Fall eine Möglichkeit, mal den ganzen Abend zu verbringen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine Möglichkeit, um in Fürth endlich mal die Sau rauszulassen. Also ich stehe hier mit zwei der Chefs vom Club Frieda, die das Ganze heute hier ermöglicht haben. Was hat sie denn veranlasst, hier in Fürth, ausgerechnet in Fürth statt in Nürnberg, was ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen wäre, hier ausgerechnet einen Club aufzumachen? Es gibt nichts Vergleichbares. Kein einziger Nachtclub ist in irgendeiner Form hier da gewesen. Wir sind von der Lage her zentral, Bahnhof, Parkhaus, voller Freiheit. Beste Voraussetzungen eigentlich, um einen Club zu betreiben. Wir machen was komplett Neues, was komplett anderes. Und insofern sind wir sehr positiv gestimmt, dass das ein Erfolg wird. Ja, das stimmt. Also die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gut. Und Sie haben gerade schon gesagt, der Club hier ist was Besonderes. Was macht denn ausgerechnet Ihren Club so besonders und unterscheidet ihn so von anderen Clubs? Wie schon unser Slogan sagt, wir sind kein normaler Club, wir sind ein Zuhause. Ja. Wir wollen zu Hause sein für Nachtschwärmer, für jung bis alt, für eigentlich jeden, der Lust und Interesse hat am kommunikativen Umgang mit anderen Menschen. Ja. Das ist wichtig. Du kannst hier in der Bar sein, du kannst in den Club gehen, du kannst hier tanzen, du kannst dich auf ein Bier treffen, kurz mit deinen Kumpels, hier verweilen und wieder gehen. Also hier ist wirklich alles möglich. Und das macht uns zu was ganz Besonderem. Und natürlich auch zu was anderem, was jetzt das stinknormale Club ist oder was die stinknormale Bar ist. Die letzte Frage noch, die wir hätten, ist, was uns auch schon brennend interessiert hat heute. Warum Frieda? Warum kein anderer Name? Frieda, deutscher Name. Zu Hause bei Frieda finden wir total super. Kein Fantasiename. Frieda ist deutsch, Frieda ist Fürth. Mit 20 Leuten kann man sich ja wohlfühlen, kann einen Cocktail trinken, sonst was. Und das war nicht der Gedanke. Das heißt, grundsätzlich, was ist normal, haben wir eigentlich versucht umzusetzen, dass es eben genau anders ist. Das war die Grundidee von dem ganzen Konzept. Damit verabschieden wir uns von euch nach einem schönen Abend in Frieda und hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen.